Es schüttet hier aus Eimern in der 152. Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild hier auf meinem Kanal. Moin Leute, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute weiter mit der Crocs-Suche. Mir ist auch aufgefallen, ich habe noch ein paar Sachen übersehen. Die würde ich mir auch gerne holen, aber ich würde sagen, da fliege ich. Nee, weil ich hole mir erst den Hinox hier und dann fliege ich da hoch nochmal zum Schrein. Und dann fliege ich richtig. Nee, ich fliege in die falsche Richtung, verdammt. Ich muss glaube ich eh runter, aber ist egal. Ich glaube, der Hinox liegt irgendwo hier unten in der Pfütze oder was, keine Ahnung. Aber den machen wir platt, den Zyklopen. Ist der auch wieder von der Liste? Ja, da unten liegt er doch. Ist das ein roter? Der ist rot, der ist richtig easy dann. Überhaupt keine Herausforderung. Normalerweise. Kollege, wach doch mal auf hier. Das wollte ich jetzt mal versuche, Leute. Wie viel Schaden hat der doch jetzt schon erlitten? Der ist schon halb down. Durch einen Angriff ist er. Ja, mit dem Zweihänder, danke. Nee, nicht mit dem Schwert. Mit dem Zweihänder, hab ich gesagt. So, Schwertbananen lässt er auch noch fallen. Hat der auch gefressen oder was? Der lebt übrigens mal gesund, der Hinox. Halbwegs. Königsschwert habe ich aber so viele. Warte, was ist denn, wenn ich das hier mal... Obwohl, warte mal, ausrüsten. Das ist stärker, okay. Und zwei Punkte, ne? Ja, okay. Immerhin, zwei Punkte, zwei Angriffspunkte stärker, reicht. Grund genug, das jetzt auszutauschen. Und hier sind noch Sachen zum Zerkloppen. Das Leuchtsteine ist mir eigentlich egal, aber... Ne, sind normale Brocken. Mit Bernstein und Steinsalz drin zum Beispiel. Aber hier unten ist kein Krog anscheinend. Oder ich hab den schon, keine Ahnung. Ich war hier noch nicht, sonst hätte ich den Hinox ja auch erledigt. Da habe ich mich ja nicht dran vorbeigeschlichen. Alter. Hat der eine Kuh gefressen oder was ist das hier? Schon krass der Hinox, der hat auf jeden Fall Hunger gehabt. Oh, ein Rodonit, geil. Fällt mir an, ich muss doch die Rodonit mal eintauschen in Goronia. Aber mache ich wie gesagt offscreen. Weil das habt ihr jetzt oft genug gesehen und wenn ich jetzt Geld hole oder auf einmal mehr Geld habe, ihr wisst dann warum. Einfach weil ich bei der Gerudo-Tante Ramella, wie sie hieß, in Goronia Edelsteine getauscht habe, wahrscheinlich. Wenn ich was anderes gemacht haben sollte, dann sage ich es euch. So, und jetzt zurück zum Schrein und dann holen wir uns da noch den Krog, den ich übersehen habe. Dann fliegen wir von da aus zu dem markierten Punkt, da, also der roten Markierung, die ich mir da gesetzt habe. So, abermals beim Mugu-Jimu-Schrein, wenn ich es richtig lese. Diese helle Schrift auf dem Hintergrund sah jetzt gerade nicht so geil aus. War nicht so gut zu lesen. Deswegen war ich selbst ein bisschen irritiert, ob es da wirklich so steht, aber wahrscheinlich schon. Ihr könnt es ja hier einmal gucken. Jimu, ja, war richtig. Oh, Feuerschleim, danke. So, wo war denn jetzt hier der Krug? Da bei dem Lager war ich schon bestimmt da oben drauf, oder? Komm, ist da was? Jetzt kann ich mich mit den Monstern da anzulegen. Ich gehe jetzt einfach so dahin. Ich hätte auch fast sagen können, ich hole erst den Krug und dann gehe ich runter zu dem Hinox, weil der lag da unten. Wo wir gerade runter gucken können, von hier aus so rechts. Von links, nee, daneben. Da sind halt die beiden Schluchten da, wo ich da in einer von mich gerade runtergesprungen, glaube ich. Ja, hier oben drauf muss der sein. Oder innen drin vielleicht auch, in dem Gebilde hier, in der Felsformation. Besser wieder irgendwas zum Aufspringen. Gucken wir uns mal um. Ach, der läuft hier einfach rum, okay. Der kleine Schlingel. Gefunden, mein Freund. Und jetzt, wie gesagt, zur roten Markierung. Da müsste uns eine Prüfung erwarten. Ich glaube sogar eine Schreinquest, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich wollte sagen, oh Mann, ein Leune, aber nee, ist so ein Bockblind auf dem Pferd. Auch ein Monster mit Hufen unten drunter, aber kein Leune zum Glück. Ich habe nur was Silbernes gesehen und dachte mir gerade, ach du Scheiße, nicht bitte. Bitte nicht jetzt, ey. Wobei ich mich dann gewundert hätte, warum er uns letztes Mal nicht schon gesehen hat. Aber gut. Wäre dann halt so gewesen. So, ich würde gerne, auch wenn ich jetzt hier wahrscheinlich schon einen Aspekt der Prüfung mitnehmen kann, erstmal die Prüfung gerne aktivieren.
Das heißt einmal wahrscheinlich entweder irgendeine Säule lesen oder so, also eine Steinplatte da. Wo ist der Schleim da? Komm her, Mann. Eine rote Schleimgelee haben, danke. So. Was war hier nochmal? Also wenn es die drei Sümpfe sind, dann war es glaube ich auch irgendwas mit drei Hinoxen, glaube ich. Die ich wahrscheinlich alle besiegen musste wegen der Kugel, die haben oder was, keine Ahnung. Oder die triggern irgendwas, wenn die besiegt sind, keine Ahnung, wie das war. Ich würde es eher am ehesten vermuten, Kugel, ja, hier haben wir schon einen. Blauen Hinox. Ja, und wie bisher auch, also wenn hier eine Prüfung ist, sind ja auch meistens keine Crocs hier. Ist das eine Truhe? Mach ich auf. Auch wenn da Bienen ist, die mach ich auf. So, was haben wir denn hier drin? Schönes. Eispfeile. Geil. Kann ich dem Typen direkt ins Auge schießen gleich. Hä? Der ist schon wach? Hinox mittlerer. Okay, dann mach ich dich platt jetzt, mein Freund. Du wach wirst? Ach komm. Oh, oh, oh. Jetzt aber, so. Komm, nehmen wir die Kugel doch direkt mit. Das hat nicht. Wenn der direkt aufwacht, der Typ. Der muss ein gutes Gehör haben. Komm, down. Schaff mit dem falschen Fuß auf, der Idiot. Die müssen wir mitnehmen hier. Ich war wahrscheinlich zu laut wegen der, weil ich ins Wasser gelaufen bin, oder? Der hat wahrscheinlich das Wasser gehört auch. Hauptsache die wachen bei Blitzeinschlägen nicht auf, die Typen, ey. Das ist immer der größte Knaller. Finde ich bei so einem Hinox. Muss ich denn jetzt hier lang? Hier hoch? Ja, hier hoch. Am besten da sieht schon sehr aus nach, wobei es sieht eher aus wie nach dem nächsten, weil da schwere Knochen sind. Gut, gut, dann können wir direkt nochmal ein paar Hinoxe von der Liste streichen. Geil. Da muss ich hin. Ist hier nichts zum Lesen? Doch, da sieht er. Wusste ich's doch. Ich die mal hier rein, die Kugel. Ich kam ja auch von da, aus der Richtung, ne? Na gut, das ist richtig einfach, die zu finden, auch die Typen. Die uralten Kugeln, welche die Riesen des Zermelbergs hüten, öffnen den Weg zur Heldenprüfung. Ja, das Geheimnis der drei Riesen, wusste ich doch, dass das eine Schreinquest ist. Das regnet schon wieder, ne? Gefällt mir gar nicht, aber hier sind immer Wege nach oben zum Glück. Der nächste nicht da, das ist wahrscheinlich der Jüngere jetzt, oder? Der ist rot, schwächer als der Blaue. Demzufolge. Kann man sich hier eigentlich richtig anschleichen? Ach komm, ich mach die eh platt, ich will eh besiegen, ist eh egal. Ist ja mal aufwacht, der Typ, ne? Komm, erstmal hier die Plauze aufschlitzen, so. Wie viel hat der noch? Die ist schon down. Ich sehe nicht mal die Lebensanzeige, der ist schon down. Der hat nicht viel ausgehalten, sag ich ja. Der Schwarze wird aber locker nicht nur Oberes Zorn überleben, sondern auch noch sehr viele Schläge aushalten. Oder war eine Spurtechse. Die ist aber ganz schnell abgehauen, habt ihr gesehen? So, dann bringen wir die Kugel auch noch nach oben zum Berg. Wir legen dann noch den dritten, dann machen wir weiter mit den Crocs. Hab auch schon so ein bisschen offscreen dann mal einen Pfad überlegt, wie ich da langlaufen kann. Daher passt es glaube ich ganz gut, dass ich jetzt hier hingegangen bin, oder? Genau, da sind nämlich hier noch ein paar Crocs da in der Richtung. Gehe ich hier so lang und den nehme ich glaube ich als erstes mit und dann hier die beiden. Hier runter und dann hole ich mir das hier noch. Und dann hier den am Strand entlang nochmal. Sollte alles irgendwie passen. So. Schlein kann ich mal ein bisschen Ruhe lassen, kurz, danke. Wo ist denn jetzt hier die... Da ist der Sockel, okay. Gefunden. Nummer 2, rein damit. Link rein, habe ich gesagt. Es fehlt aber noch die dritte Kugel. Die müsste nicht so schlecht hier oben, muss ich gar nicht weit laufen, wa? Wo ist der Typ? Der müsste doch irgendwo sein, aber sind jetzt hier... Der hat sogar noch Verstärkung, der Sack. Tschüss. Verdammt. Verdammt, die... Mann, ich vergesse es immer.
Es regnet. Oh. Oh oh. Ich wollte sagen. Das gefällt mir gar nicht. Der hat Elektrofeile. Er mit Elektrofeilen, danke. Die reimt sich mir direkt rein. Sind die noch mehr von denen? Ja, natürlich sind die noch mehr von denen. Komm her jetzt, Mann. Ob der mich nicht hört. Tschüss. Ich hab schön mal liegen hier den Stab. Den Blitzstab. Alter, die beschützen ihn richtig. Guck dir das mal an. Kann ich nehmen einen stärkeren Bogen jetzt? Wartet. Auch tot. So. Ist natürlich wieder gut gepanzert, der Typ, ne? Dann nehme ich erstmal das Feuergroßschwert. Ey, hier sind noch mehr von denen. Ey, der hat doch kein Panzer. Ne, Füßen oder was? Aua, ey. Sollen das? Hoch. Irgendeiner von denen zieht auf mich, scheiße. Ist aber ganz schlecht. Mit dir. Verdammt! Alter, was macht der da? Ist richtig aggro. Das mach ich dich fertig, Mann. Ältester Hinox hier, komm. Jetzt eh nicht mehr viel aus. Komm, Obu, das Zorn noch hinterher und bam. Oh. Tschüss. Seht ihr, Bockblind, der geht mir auf den Sack. War doch hier irgendwo, oder? Ach, der ist auch gestorben wegen Obusas Zorn, stimmt. Der ist auch abgekriegt anscheinend. Gut. Aus mit der Kiste, da ist bestimmt auch was Wertvolles drin. Der saß nicht umsonst darauf, er lag nicht umsonst da drauf. Da unten ist der ja Bockblind sicher auch wieder. Komm mal her, mein Freund. Braunstrubine nehme ich doch gerne mit. Klappe. Der war nicht im Radius drin, das ist klar. So weit reicht das Ding auch wieder nicht. Oh, Spurtlotus, wartet mal, nehme ich mit. Ich sag, nehme ich mit. Hallo? Link, nimm dich jetzt mit da. So. Bisschen die Tasche aufgefüllt. Wobei ich das eh nicht wirklich brauche, aber ist egal. Das hat der mir echt Mifa weggemacht, der kleine Sack. Gibt's ja gar nicht, den hab ich ja total unterschätzt, den Typen. So, weiße Prüfung, ich markiere mir die mal eben. Als Ziel und dann haben wir danach haben wir nur noch eine Schreinquest. Tatsächlich. Gut, wir haben auch nicht mehr viele Schreine offen. Aber ich hab nicht gedacht, dass wir auch alle Aufgaben gefunden haben, ey. Also entweder war ich echt gründlicher oder ich hab die damals echt, wobei mir kam nicht vor, irgendwie so einer von den Schreinquests, oder ich hab's vielleicht doch gesagt, wenn es neu war. Aber viele kamen mir nicht neu vor, viele Schreinquests, muss ich sagen. Da gab schon einige, von denen ich meinte, die hatte ich schon, also eigentlich fast alle, dass ich die schon hatte. Vielleicht habe ich nur die Schreine gemacht, deswegen vielleicht. So, und der Schrein wird wahrscheinlich jetzt hier in der Mitte auftauchen, oder? Das sieht auf jeden Fall aus, als würde der da hinpassen, ja. Genau da, wo ich sagte, taucht auch auf. Außer Erde. Da haben wir ihn. Den, wie heißt der Schrein? Einmal der Tava Gino Schrein. Den machen wir jetzt auch. Ich hoffe einfach, es ist ein Segensschrein. Ich glaube aber nicht. Glauben ist aber nicht wissen. Es sieht nach einem Segensschrein aus. Und es ist auch einer. Tava Ginos Segen. Gut, gut. Elektrogusche kann ich nicht mitnehmen. Nehme ich aber mit. Einfach damit der Schrein komplett leer ist. Lass ich denn dafür da, die Windklinge kommen. Oder? Ach ne, hier komm. Die Kacklanze hier. Haben wir eh gerade eine neue gekriegt, die stärker ist. Die ist auch. Das Schwert hier ist auch sehr haltbar, sehr lange. Haltbarkeit 2 Stufen hoch. Was? Doppelt Diamanten, sag ich mal so. Keine Ahnung, wie man es nennen soll. 2 Pfeile nach oben halt. Ja, Prüfung gemeistert. Den Schrein zu erreichen war jetzt nicht so schwierig. Das war halt die Problematik, wobei die den Hinoxen eigentlich nur. Damit der nicht so richtig zurechtkommt.
So, dein Dienst ist erfüllt, genau, tschüss. Da waren es nur noch 5 Schreine. Bei einem bin ich mir sicher, wo er ist. Ich bin mir auch noch sehr sicher, dass hier unten irgendwo einer in dem Gebiet noch ist. Mindestens einer, vielleicht auch hier am Strand irgendwo, keine Ahnung. Ja, das werden wir sehen, wenn hier einer ist. Hier sind bestimmt auch noch Cox, da werde ich auch noch mal nachmarkieren müssen, dann später, eventuell. Aber ich laufe da erstmal so lang, keine Ahnung. Und ich habe gesagt, ich hole jetzt erstmal den Croc da unten, ne? Genau. Weiter geht's, direkt nahtlos weiter. Croc suchen, Croc sammeln, besser gesagt. Der einzige Aspekt der Suche ist dabei echt nur noch, dass ich nicht weiß, was ich da machen muss. Zumindest, wenn ich es mal markiere, wie in der vorletzten Folge was, glaube ich, nicht markiere. Dann ist natürlich wieder eine normale Suche, da der Baum stimmt, oder? Na komm, da wäre ich aber, wenn ich den gesehen hätte, den Baum, von mir aus, noch so hingegangen, ganz ehrlich. Da ist eine Statue vor. Sache, ne? Also kein Stein, wie ich es vermutet habe. Muss da irgendwas hinlegen und anscheinend. Und zwar ein Apfel. So, rein da mit Link. Eine Hungerstatue. Und die Äpfel nehmen wir gleich wieder mit. Der Croc kriegt nichts zu fressen. Der kann verhungern. Er soll in den Wald zurückgehen. Dann kriegt er was vom Dekobaum. Hat ihn wahrscheinlich eh schon zum Essen gerufen. Aber wartet mal. Das Vieh schon fotografiert. Die Ente da hinten. Kannst du jetzt mal bitte hier stehen bleiben? Ja, die Fleckente habe ich schon. Okay, dann nicht. Wenn ich jetzt hier der nächste gucke, der war einfach nördlich von hier. Gut, gut. Jetzt sehen wir noch hier so ein paar Ziegen. Bergziegen oder was, keine Ahnung, wie die hießen. Schwarzrückenziege, okay. Dann rutschen wir hier ein bisschen runter, ist gerade eh nass. Oh, okay, ich dachte, ich könnte vielleicht einfach überfahren mit dem Schild, aber es geht wohl nicht. Leider ging das nicht. Hier oben haben wir einen Baum, so wie es aussieht, irgendwo. Was ist der unten? Ne, unten gibt's. Doch, der könnte da unten sein. Ich kletter trotzdem. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Ich kletter trotzdem jetzt mal hier hoch, weil dann kann ich immer noch. Ja, der ist auch hier oben. Zum Glück. Wo der ragt hier doch hoch, ne? Ach, da unten der Stein. Schätze ich mal nicht hier oben auf dem Baum, sondern hier unten der einfach. Ja, okay. Ausnahmsweise mal ein Stein, der nicht auf dem Baum liegt. So, das wäre dann auch das Ding so. Und jetzt nochmal weiter hoch. Bei dem Regen hier. Maxi-Echse? Ich glaube, die erste, die wir so gefangen haben, oder? Ich glaube, alle anderen Maxi-Echsen bisher, die haben wir gekauft. Bei Terry zumindest. Haben wir ein paar gekauft vor einer Weile. Ist doch gar nicht so lange her eigentlich. So, wo ist hier der Croc? Hier würde ich ihn schon, zum Beispiel schon gar nicht wieder finden. So, ohne weiteres. Hier. Ach doch, den hätte ich gefunden. Wenn der hier rumläuft, dann hätte ich ihn doch gefunden. Das hätte mir doch auffallen können, das sieht man ja meistens schon aus der Luft, von weitem. Deswegen kein Drama hier. Das heißt, der nächste ist hier, auf dem Berg da oben. Ach, gar nicht gesehen, Kollege. Fast übersehen. Hättest du nichts gesagt, hätte ich dich in Ruhe gelassen. Okay, ich muss genau da lang, muss ich jetzt echt klettern? Bei dem Regen? Nee, ich kletter aber nicht. Also nicht bei dem Regen zumindest. So, danke Revali für deine Hilfe. Ich glaube, ich lande mal hier zwischen. Nehme die letzte Ladung auch noch mit. Oh, okay, doch, voll schade, immer noch nicht oben. Verdammt. War noch nicht ganz, aber fast. Und das? Hab ich hier schon fotografiert, den Adler da oben? Bei den Falken? Ist das hier so einer wie in Akala? Inselfalk oder wie der hieß? Ja, okay, ist ein Inselfalke. Habe ich schon. Der Regen hat auch nachgelassen. Sehr gut. Ich muss noch weiter nach oben. Komm, ich habe da eh die Kletterausrüstung an hier.
zwei von drei Teilen zumindest. Schon wieder anzurechnen, gibt's doch jetzt nicht, oder? Hoch hier jetzt, Mann. Link, jetzt mach keine Faxen hier. Okay, wieder hier ganz oben auf der Spitze des Berges ein Stein, der hier einsam und verlassen rumliegt. Warum verstecken die sich eigentlich immer so weit oben, die Crocs? Wollen frische Bergluft schnuppern, wa? Das können wir hier schön, wie ich gesagt habe, vorhin abklappern. Hä? Ach, hier war der Schatz von dem Räuberkönig, ne? Da ist ein Croc, den ich übersehen habe? Krass. Ich glaube, ich war in dem Baum sogar schon. Aber glauben ist halt wieder mal nicht wissen, aber... bin ich mir fast sicher, dass ich da oben schon war. Warte mal, so. Hab ich so weit? Nee, warte, ich mach doch mal einen rein. Müsste jetzt aber reichen eigentlich. Oder auch nicht, hä? Ja, Link ist nur noch richtig werfen, wa? Sauber. Reicht. Rein da. Wie soll man das sonst machen? Stein nehmen und woanders hingehen oder was? Keine Ahnung. War so einfach jetzt für mich. Perfekt, Rivali, ich brauch dich nicht direkt wieder. Um da hochzukommen, da ist nämlich, da oben ist doch was. Eine Blume. Alle wieder ready hier heute. Der Einzige, der noch nicht dran musste wieder, ist jetzt Zarok heute, ne? In dieser Folge. Oh, cool. Wo führt der mich denn jetzt hin? Ich hoffe nicht allzu weit weg von dem anderen Croc, den ich eigentlich holen wollte, aber ist nicht schlimm. Weiß ich ja vorher nicht. So, hier runter. Muss ich jetzt hier runterklettern oder was? Nee, oder? Sieh nicht so dumm aus. Ach, da oben, okay. Wollte schon sagen gerade. Ach, bitte nicht, ich fühle dich da unten irgendwo aufgetaucht. Aber er ist hier oben. Alles gut. Er war nicht so fies. Und lässt uns doch mal hochklettern. Ich muss da gleich nochmal hochklettern. Der Baum ist nämlich weiter unten, ne? Da sind ja die Zwillingsberge, stimmt ja. Der Schrein, der da ganz oben ist, das sieht auch komisch aus, irgendwie. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Greif den doch da an, ey. Glaubst du jetzt nicht, ne? Link, jetzt greif die da an. Die Köpfe da. Ja, ich hab's doch gehört, mein kleiner Croc-Freund. Ach, der ist, okay, so weit unten ist der gar nicht, der. Der Baum. Diesmal ist er wieder in der. Hier im Baum drin, okay. Ey! Oh, Fledermäuse. Die angreifen. Die hängen sich da auch am Baum fest erstmal. Auch nicht schlecht. Aua, ey! Alter! Der greift da an, während ich mit dem Croc spreche. Was ist das denn? Hat er gar keine Manieren, die Fledermaus. Hoch hier. Wir wollen noch Crocs sammeln hier. Die wären alle abgehakt hier, der auch. Ne, genau, das war der hier. Warte mal, ich mach mal die Markierung mal direkt weg ausnahmsweise, weil der da woanders ist. Auf zum Faroria-Berg. Faroria-Berg, auch cooler Name. Klare Anspielung an Farore. Wobei das allgemein das Gebiet Firone hier eine Anspielung an Farone ist. Ne, Firone, Farore, so, jetzt hab ich's aber. Ich komme da durcheinander irgendwie gerade. So, hochklettern da jetzt, mein Freund. Ist ja nicht so hoch. Da waren die Heberberge deutlich ätzender, muss ich sagen. Und bisschen auch Goronia, aber nur ein bisschen, da sind wir nicht mehr so viel geklettert letztendlich. Und wieder hier oben natürlich. Oh, da sehen wir schon den Wald von Firone. Wisst ihr was, wo wir gerade doch so spontan
einen schönen Überblick über den Wald haben. Von hier oben. Würde ich sogar sagen, wir beenden die Folge an der Stelle. Da unten geht es dann nächstes Mal weiter, irgendwo in dem Gebiet. Mit der Krogsuche, vielleicht auch mit dem Schrein. Keine Ahnung, wo der jetzt da genau da ist. Da muss auch irgendwo einer sein, da bin ich mir sehr sicher. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basukasu.